Liebe CSA-Community, mein Name ist Thorsten Fuhrberg und ich begrüße heute ganz herzlich Dirk Bauermann zu unserem Podcast. Herzlich willkommen. Ja, vielen lieben Dank. Bevor ich mit den Fragen starte, möchte ich Sie, den deutschen Mr. Basketball, kurz vorstellen. Als Basketballtrainer und Coach haben Sie unendliche Erfolge aufzuweisen, zum Beispiel als Trainer bei FC Bayern München oder GAP Bamberg oder als Trainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, beziehungsweise zuletzt als Coach der tunesischen Nationalmannschaft. Immer wieder haben Sie Mannschaften zum Erfolg geführt. Wer Sie kennt, der weiß, Sie setzen auf Begeisterung und emotionale Bindung. Führung mit Herzen ist für Sie entscheidend. Und das haben Sie bereits vor 10 Jahren in Ihrem Buch Mission Erfolg sehr gut beschrieben. Mich würde nun gerne interessieren, wie Sie zu dem geworden sind, was Sie sind. Also welches Playbook hatten Sie am Anfang Ihrer Karriere? Erst nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das wichtig war für meine Entwicklung, dass ich gerade früh in meiner Karriere immer Menschen gefunden habe, die an mich geglaubt haben und die mich gefördert haben. Das war bei meinem USA-Aufenthalt als Student so. Das war dann bei meiner Arbeit als Assistenztrainer in den USA so. Da hat sich der Cheftrainer wirklich meiner angenommen, hat sich Zeit genommen, hat mir viel erklärt, hat mir auch Verantwortung übertragen, was mir auch das Selbstvertrauen gegeben hat, zu glauben, dass ich mal ein guter Trainer werden kann. Und dann bin ich ja nach Bayer Leverkusen gegangen. Wir sind dort, Sie haben es ja vorhin richtig erwähnt, Meister geworden, und zwar 7-mal in Folge. Und auch das war nur möglich, weil der Manager des Vereines, Otto Reintjes, etwas in mir gesehen hat, das andere vielleicht nicht gesehen haben, und mir mit all seiner Kraft geholfen hat, mich unterstützt hat, auch in schwierigen Zeiten, und mir Verantwortung übertragen hat, nämlich in dem Falle die Verantwortung für einen der besten Vereine in Deutschland. Insofern nochmal die Erfahrung, dass es einfach Menschen braucht, die an einen jungen, ehrgeizigen, sicher auch talentierten Trainer glauben. Und für mich hat sich daraus die Verpflichtung ergeben, das Gleiche zu tun. Also jungen Trainern, auch Spielern auf ihrem Weg zu helfen, auf ihrem Weg die beste Version von sich selber zu werden, zu helfen. Und auf diese Art und Weise meine Erfahrung und mein Know-how auch nutzbar zu machen und nicht nur für die Mannschaften, die ich trainiere und für die ich verantwortlich bin, sondern auch für die Menschen, die in dieser Mannschaft spielen oder junge Trainer, die für mich arbeiten. Welche Gründe gibt es für eine erfolgreiche Karriere? Wie wichtig sind Visionen und Kraft und Energie? Ich glaube, zunächst mal ist wichtig, dass man eine große Leidenschaft verspürt für das, was man tut. Denn daraus speist sich die Energie, die man braucht, um täglich Leistung auf Top-Niveau abzuliefern. Also ich glaube, es ist wichtig, etwas zu finden, wofür man eine wirkliche Leidenschaft empfindet. Das ist das Erste. Das Zweite ist, da wird man sicher auch besser, aber man braucht von Anfang an ein hohes Maß von Resilienz. Der Sport, das wissen alle, ist gekennzeichnet von Siegen, aber auch Niederlagen, von Erfolgen, aber auch von Scheitern. Und wenn man sich von Niederlagen sehr schnell aus der Bahn werfen lässt, wenn man nicht in der Lage ist, mit Niederlagen, mit auch Scheitern auf eine positive und starke Art und Weise umzugehen, dann wird man in diesem ja zum Teil sehr herzlosen Geschäft nicht lange bleiben können. Insofern
habe ich immer schon ein hohes Maß an Resilienz besessen, den Glauben an die eigene Fähigkeit, den Glauben an den eigenen Weg, ohne dabei unkritisch mir selber gegenüber zu sein. Das Dritte war und ist ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Ich glaube, dass nur dann, wenn man zumindest versucht, härter zu arbeiten als die, mit denen man im Wettbewerb steht, wenn man jeden Stein umdreht, um erfolgreiche Arbeit abliefern zu können, dass dann eine Karriere, so wie ich sie genossen habe, überhaupt möglich ist. Und das Letzte aus meiner Sicht, und Sie haben es ja angesprochen, ist sozusagen eine Vision zu entwickeln für das, wofür man steht. Immer dann, wenn ich eine Mannschaft übernommen habe, dann hatte ich sehr schnell eine ganz klare Vision, eine Vorstellung. Ich konnte visualisieren, wie diese Mannschaft spielen müsste, wie sie sich verhalten soll, wie sie umgehen muss mit Sieg und Niederlage. Und insofern diese Verbindung von einerseits starker Vision und andererseits klaren Zielen, die, denke ich, war auch immer ausschlaggebend dafür, dass es ganz gut mit der Karriere funktioniert hat. Sie haben ja auch immer wieder mit neuen Teams gearbeitet. Gibt es aus Ihrer Sicht Geheimnisse von Top-Teams und wann ist kollektive Identität für Spitzenleistungen wichtig? Ja, also ob es Geheimnisse gibt, das weiß ich nicht. Aber Sie haben ja ganz richtig gesagt, dass ich nicht also das große Glück hatte und das Privileg hatte, neun Meistermannschaften zu betreuen und mit der deutschen Nationalmannschaft eine Silbermedaille bei der Europameisterschaft in Belgrad zu gewinnen oder auch bei den Olympischen Spielen in Peking mit der deutschen Basketballnationalmannschaft teilnehmen zu können. Und jetzt im letzten Jahr nochmal der Gewinn der Afrikameisterschaft, was eine großartige Erfahrung war mit meinen Tunesiern. Und was ich in fast allen Mannschaften entweder gefunden habe oder versucht habe zu entwickeln, ist, Sie haben das Stichwort ja genannt, eine kollektive Identität. Also sehr genau zu wissen, wofür stehen wir, wer sind wir und was unterscheidet uns von den anderen. Das ist das eine. Das zweite, aus meiner Sicht genauso wichtig, ist, dass es ein hohes Element von Zusammenhalt geben muss. Esprit de corps. Eine Mannschaft, die bei der ersten Niederlage sehr schnell an sich selber, an dem gemeinsamen Weg zweifelt, in der es Neid und Missgunst gibt, wird nie ihr volles Potenzial entfalten können. Insofern ist ein starker innerer Zusammenhalt, der sich auch natürlich aus menschlichem Verständnis speist, nach meiner Erfahrung sehr, sehr wichtig. Deshalb ist es, wenn man aus meiner Sicht im Sport Erfolg haben will, ganz wichtig, dass man die richtigen Spieler rekrutiert und dass es eine gute Symbiose, einen guten Ausgleich gibt zwischen Talent einerseits, Talent ist wichtig, aber vor allem auch Charakter andererseits. Das Dritte wäre, aus meiner Sicht, bei all diesen erfolgreichen Mannschaften hat es immer so etwas wie einen Co-Captain gegeben. Also jemand, der die Mannschaft von innen führt. Und das ist ganz häufig nicht der beste Spieler der Mannschaft. Das ist ganz häufig aber derjenige, der den Weg des Trainers versteht und sich hundertprozentig mit diesem identifiziert, der in aller Regel der härteste Arbeiter ist, der am eigenen Beispiel führt und der so etwas wie ein Klebstoffcharakter ist in einer Mannschaft. Und ich muss sagen, eigentlich in allen Mannschaften, die Meisterschaften gewonnen haben, die erfolgreich waren, die ich trainiert habe, gab es diesen Typ. Bei der deutschen Nationalmannschaft beispielsweise war Nowitzki natürlich der absolute Star, aber ein Spieler wie Patrick Femerling beispielsweise oder wie Sven Schulze waren die Co-Captains.
die immer dafür gesorgt haben, dass keine Dummheiten in der Umkleidekabine erzählt wurden, dass alle hart und fokussiert gearbeitet haben. Und ich glaube, dass man daraus auch durchaus etwas für andere Lebensbereiche lernen und mitnehmen kann. Sie haben im Laufe Ihrer Karriere, wie ich ja schon gesagt habe, viele Erfolge verbucht, mussten aber auch Niederlagen hinlegen. Wie geht man persönlich im Leben mit Erfolg und Misserfolg um? Welche Rolle spielt dabei die Resilienz? Also zunächst mal gibt es ein Mantra im Profisport, und das heißt, dass man ist nie zu hoch emotional, aber man ist auch nie zu tief. Weil man sehr genau versteht, dass Sieg und Niederlage Teil des Prozesses sind. Und gerade Niederlagen sind ein notwendiger Teil des Prozesses auf dem Weg, die beste Version von sich selber zu werden. Insofern haben mich Niederlagen auch nie wirklich nervös gemacht. Ich habe Niederlagen immer als eine Möglichkeit verstanden, aus den eigenen Fehlern, aus den gemachten Fehlern auch der Mannschaft zu lernen und sicherzustellen, dass diese Fehler nicht ein zweites Mal begangen werden. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass ich eigentlich mehr aus den Niederlagen oder persönlichem Scheitern gelernt habe als aus Siegen. Wichtig ist, glaube ich, die Fähigkeit, nie nach Entschuldigung zu suchen. Auch meine Mannschaften, das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Wert, sollen sich keine Entschuldigungen für Niederlagen suchen, sondern, und genau das habe ich in solchen Situationen getan, müssen den Charakter besitzen, den kritischen Blick in den Spiegel zu wagen, weil man kann alle möglichen Leute kann man täuschen, nur sich selber nicht. Und insofern ist dieser kritische Blick in den Spiegel, glaube ich, immer der erste Schritt. Und dann muss man die richtigen Schlüsse ziehen aus dieser Situation und sicherstellen, dass man gemachte Fehler nicht wiederholt. Wenn Sie als Trainer von hohen Standards sprechen, dann möchte ich hier als Stichwort nochmal Nowitzki erwähnen. Was macht einen Top-Performer wie ihn so besonders? Also auf der einen Seite natürlich großes Talent, das er ohne Frage hat. Aber Talent ist nur die Grundlage, das Fundament eines Erfolges. Die Decke ist immer der Charakter, ist der Fleiß, die Selbstdisziplin. Es gibt unfassbar viele talentierte Spieler, aber wenige, die über seine Disziplin, Selbstdisziplin als höchste Form der Disziplin, seinen Ehrgeiz, sein Commitment dazu, einfach so gut zu werden, wie er es denn im Hinblick auf sein Potenzial, sein persönliches nur kann. Und ich dachte immer, bevor ich mit ihm zusammengearbeitet habe, dass ich ein harter Arbeiter bin, dass ich viele Stunden investiere in die Vorbereitung der Mannschaft auf das nächste Spiel, in der Planung, der Saisonplanung, der Rekrutierung von Spielern und so weiter und so fort. Und musste aber lernen, dass jemand wie er, der zu den drei Top-Performern als Basketballer zu der Zeit, als ich mit ihm zusammenarbeiten durfte, dass er noch viel mehr an Energie investiert, an Zeit investiert. Und ich will nur ein kurzes Beispiel dazu erzählen. Wir waren mit der deutschen Nationalmannschaft 2005 im Trainingslager in Spanien. Und ich gehe immer relativ früh entweder in den Wald und laufe oder gehe auf ein Laufband, wie auch immer. Und war, ich glaube, um 6:30 etwa in dem Fitnessraum des Hotels, dachte, da bin ich alleine. Das ist immer eine gute Zeit, um sich für den Tag vorzubereiten noch einmal. Und wer steht da? Seit 5:30 Nowitzki. Nowitzki stand seit 5:30 an einem langen Trainingstag auf einem sogenannten Stairmaster und hat 3/4 Stunde lang aber richtig gearbeitet und richtig geschwitzt. Und das war das Erste.
Und dann kommt ein langer Trainingstag mit 5 bis 6 Stunden Training, und zwar mit hoher Energie und großer Intensität. Und als dann alle Spieler und auch, um ehrlich zu sein, ich selber doch müde war und kaputt von diesem langen Tag, kam er nach dem zweiten Training, 20 Uhr, zu mir und sagte, du, ich muss noch und will noch und werde noch eine Stunde hier bleiben. Lass mir doch bitte einen Assistenztrainer hier, damit ich weiter an meinen Fähigkeiten, an meinem Wurf arbeiten kann, denn ich brauche diese extra Arbeit. Und ich habe mir das angeschaut. Er hat eine Stunde lang mit hoher Konzentration und großer Energie, als alle anderen schon im Hotel waren und sich ausgeruht und gegessen haben, an seinem Spiel gearbeitet. Und dieser unglaubliche Wille, ja, auch diese Leidensbereitschaft und die Bereitschaft, Opfer zu bringen, die andere nicht bereit sind zu bringen, das macht die ganz Großen aus. Und die Fähigkeit, nicht wahr, in den großen Momenten eines Spiels auch seine besten Leistungen abzurufen, so diese kompetitive Brillanz, die nur ganz wenige haben, viele haben Angst in solchen Momenten, die hat ihn zusätzlich ausgezeichnet und zu dem gemacht, was er war und ist, nämlich der beste europäische Basketballer aller Zeiten und einer der Top 3 auf seiner Position auf der Welt jemals. Last but not least, kurze Antwort. Sie haben ja in Ihrem Leben viele Länder kennengelernt. Was haben Sie für sich persönlich, aber auch für Ihre berufliche Entwicklung da mitgenommen? Ja, ich habe ja in China gearbeitet, in der Türkei, in Griechenland, zuletzt in Tunesien, in den USA natürlich. Und am Ende war es die Erfahrung, dass im Grunde wir alle das Gleiche wollen, nämlich dass wir einigermaßen gesund bleiben, dass es uns gut geht und dass es vor allem unseren Kindern gut geht. Und die Wärme und auch die Sympathie, die mir in all den Ländern, gerade am Anfang, wenn man noch nicht verloren hatte, zuteil wurde, das war immer eine große Erfahrung, egal ob das in China war oder ich will noch kurz eine Geschichte aus Russland erzählen, wo ich war. Ich war dort Trainer in Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad, von dem wir wissen, dass es ja historisch stark belastet ist und dachte, dass ich als deutscher Trainer, denn man wird da natürlich immer zunächst mal als deutscher Trainer und nicht als Dirk Bauermann gesehen, dass ich da, indem ich mich respektvoll und gut verhalte, auch vielleicht ein guter Botschafter meines Landes sein kann. Und hatte aber Bedenken natürlich, also wie gehen gerade die Wolgograder mit einem deutschen Trainer um? Habe das mit dem Manager besprochen und er sagt, Dirk, mach dir keine Sorgen. Die Russen haben immer verstanden, dass sie nie gegen die Deutschen, sondern nur gegen die Nazis gekämpft haben. Und die Menschen werden dich mit offenen Armen empfangen. Und beim ersten Heimspiel in Wolgograd, der Trainer geht immer als Letzter raus, die Mannschaft wärmt sich auf, 4.000 Leute in der Halle, komme ich in die Halle. Alle Russen stehen auf und geben mir ein Standing Ovation, was ich ein unglaubliches Zeichen von Wertschätzung und von Willkommen heißen und so empfunden habe. Und diese menschliche Wärme, die ist mir von Fans und von ganz normalen Leuten überall zuteil geworden, was dann passiert, wo viel Geld und Macht im Spiel sind. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber das war so die allerwichtigste Erfahrung, die ich machen durfte in diesen vielen Ländern. Lieber Herr Bauermann, ich bin sicher, Sie werden auch bei Ihren Vorträgen die Zuschauer und Zuschauerinnen weiterhin zu Höchstleistungen anspornen und dafür sorgen, dass die vorgegebenen Ziele erreicht werden. Ein Ziel haben Sie auf jeden Fall jetzt schon erreicht. Sie haben mich begeistert. Danke für das Interview. Ja, danke. Vielen Dank.